Alexandre Dumas, Alles Engländer, aus Impression de voyage, Une année en Florence, 1840. Übersetzung Mark Pusch, 2018. Like in the car, it's like, holy. Für die Einwohner von Nizza ist jeder Reisende ein Engländer. Ohne Unterschied von Haartracht, Bart, Habitus, Alter und Geschlecht kommt hier jeder Fremde aus einer fantastischen, in den Schwaden des Nebels verlorenen Stadt, wo man manchmal aus Tradition von der Sonne reden hört, wo man Orangen oder Ananas nur vom Namen her kennt, wo es keine reifen Früchte außer gekochten Äpfeln gibt und dass man folgerichtig London nennt. Als ich im Hotel York war, kam eine Postkutsche an. Einen Moment später trat der Herbergsvater in mein Zimmer. »Wer sind denn die Neuangekommenen?« fragte ich ihn. »Sono certi inglesi«, antwortete er. »Ma non saprei dire, si sono franceschi o tedeschi.« Das bedeutet, das sind sicher Engländer. Aber ich vermag nicht zu sagen, ob es Franzosen oder Deutsche sind. Es ist unnötig hinzuzufügen, dass hier jeder mit »Milord« angesprochen wird.
Sie hörten Alexandre Dumas, Alles Engländer, aus Impression de Voyage, Une année en Florence, 1840. Übersetzung und Lesung Mark Pusch 2018. Und Sie hörten Die Mittagskanone und das Mittagsläuten von Nizza.